Und damit herzlich willkommen zurück bei Subnautica. Wir gehen trotz uns eben das Tiefenmodul 1 für die Seemotte besorgen. Es ist auf der Aurora. Und ja, ich gebe zu, ich habe mir Hilfe holen müssen. Ich bin hier auf der Aurora rumgereiht wie blöd. Weil dann so frustriert bin doch wieder gefahren. Hier sieht man, ich habe mir eine Signalboje gesetzt, um zu dieser einen Kapsel zu kommen. Habe sie trotzdem nicht gefunden. Und war deswegen so frustriert, weil ich zum einen das Tiefenmodul nicht gefunden habe, zum anderen die Kapsel nicht. Habe ich mal gegoogelt, wo ist das Tiefenmodul. Weil ich wusste, du kriegst das hier auf dieser, auf der Aurora. In die Richtung, Herr Croft, in die Richtung. Und es gibt einen Raum, wirklich nur einen einzigen Raum, wo ich nicht nachgeguckt habe. Und das ist natürlich im Seemottendock. Und da ist das Schiffsteil. Seemott-Tiefenmodul Stufe 1. Und das gleich in die Seemotte integriert, können wir nämlich auf 300 Meter tauchen. Und ohne dieses Tiefenmodul hätten wir endlos spielen können. Aber wir wären nicht weitergekommen. Weil alles, was wir ab jetzt brauchen, ist ab 300 Meter tief. Und deswegen musste ich gucken, wo ist dieses scheiß Modul. Wie gesagt, ich wusste auf der Aurora, aber irgendwie bin ich immer an diesem Raum vorbeigerannt. Oh, da ist unsere Seemotte, unsere neue. Und was hat er hier? Auf der Seite. Ja, Erweiterungsmodul. Da können wir uns jetzt reintun. Es ist. Nein, ich hab's fallen lassen. Nein! Nein! Oh, das wär's jetzt gewesen, wenn es jetzt weg gewesen wäre. Muss ich machen. Zack, da ist sie drin. Siehst du, jetzt können wir auf 300 Meter runter. So, und jetzt. Ab jetzt weiß ich auch ganz genau, wo wir als nächstes hin müssen. Das Einzige, was ich nicht genau weiß, ist, wo der Eingang ist. Wir müssen nämlich in der Höhle runter. Aber auch das weiß ich nicht, nur nicht, weil er uns jetzt an der anderen Position abgesetzt hat, wie beim letzten Mal. In der Season 1, da habe ich sie gefunden. Bloß, die Welt ist ja gleich. In jedem Spiel beim Spieldurchgang ist die Welt gleich. Die Startposition. An dem Startplatz, wo wir jetzt gestartet sind, ganz leicht verschoben. Ich sag mal, 100 Meter nach links, 100 Meter nach rechts oder so, ja. Und deswegen müsste eigentlich leicht zu finden sein. Trinken wir eben was. Ihr seht, ich war auf der Aurora. Ich habe alle Wasserflaschen, die es noch gab und so, habe ich jetzt gelootet. Die wir beim ersten Mal da gelassen hatten. Und dann sieht man auch, dass das Tiefenmodul 1 eingebaut ist. So, wir machen jetzt erstmal hier ein wenig unser Inventar frei. Ja, eine neue Nachricht bei. Hi,
priority automated message from Aurora Live Pod 13. Coordinates attached. Live Pod is carrying high priority passenger. Yoki Kasar. I said Kasar. Why do I have to record this anyway? Send immediate burial detail. Signal location uploaded to PDA. Okay, wir haben eine neue Position bekommen. Haben wir irgendwas, was wir brauchen? Nein. Haben wir hier irgendwas Neues, was wir brauchen? Nein, Lichtstab hatten wir gefunden. Die haben wir ja. Das ist Stasi-Gewehr. Okay. So. Hier rein. Wo hier? So rein. Ja, uns geht hier langsam der Platz aus. Also, es wurde Zeit, dass wir das so einspielen. Jetzt muss ich nur dieses eine Biom finden. Mit dem roten Gras. Das ist eigentlich immer hinter diesem Biom. Nur haben wir zwei Biome hier in der Gegend. Diesem Schilfgras. Ja, wie gesagt, ich muss jetzt erstmal gucken, welches Biom das ist. Halt die Glosschein. Wo kommt das Biom mit dem roten Gras denn? Also doch. Nehmen wir doch das Bio. So, erstmal Hotel. Irgendwo muss es dann gleich runtergehen in eine Höhle. Oder wir sind im falschen Rotgras-Bio. Neben so einer Felswand. Den Eingang haben wir übrigens schon mal gesehen. Da ist der Eingang noch. Boah. Kann jetzt sein, dass ich die falsche Seite rein bin. Ja, bin ich. Aber ich weiß den Weg, wie wir da hinkommen wollen. Ich muss jetzt nur diese drei Vulkane. Nee. Das ist ja doch richtig. Da ist ein PDA. Ein PDA. Oxygen efficiency decreased. Umgebungsprotokoll. Welcome aboard, Captain. Oxygen efficiency greatly decreased. So, da müssen wir mal gucken. Irgendwo muss hier eine Basis sein. Integrating new PDA data. The conditions in this cave support a microcosm of unique. Irgendwo muss, ist jetzt hier eine Basis. Und wir nehmen direkt, zack. Wow. Gibt's nämlich neue Materialien. Was haben wir denn hier? Eine kaputte Basis. Irgendwas zum Scannen hier. Mal kurz reingehen. Ich weiß gar nicht, ob die neu ist. Die kommt mir irgendwie unbekannt vor. Oh, haben wir hier irgendwo noch Magnet? Ja. Nee, Lithium. So,
Da waren wir gerade. Ist denn jetzt diese Stadt? Einem Eingang. Hier sind wir doch an einem anderen Eingang rein. Aha! Nee, doch nicht. Ich wollte gerade sagen, hier waren wir da eben schon mal. Ich glaube, da unten ist er. Vermutete den Gastgebas. Da! Wo war's? Rettungskapsel 1200 Meter. Wir hatten noch gerade vermutete die Gassi-Basis. Da. Da ist er. Ja. So. Schön hier parken, dass man schnell da raus kann und einsteigen kann, um Luft zu holen. Zack. Scannen. Energiezellen. Ladestation. Teil 1. Sehr schön. Hallo. Lass mich hier rein. Da liegt nämlich ein PDA. Integrating new PDA data. Hallo. War da irgendwas zu scannen gerade? Mehrzweckraum. So. Ja, komm mal rein. Mach rein. Und jetzt können wir wirklich anfangen, unsere Basis zu bauen. Blueprint acquired. Okay. Integrating new PDA. Wasserfiltermaschine. Ja, wir gehen jetzt auf den Hauptkomplett. Ich renn, lass mich raus hier. Lass mich rein. Mal. Der bringt 75, ist noch zu viel. Das. Da war noch was zu scannen. Gucken, ist hier noch was in dem Raum? Nein. Na, das soll nicht hängen. Observatorium. Blueprint acquired. 30 seconds. Nein, wir sind in die falsche Richtung. Oxygen. Ja, genau deswegen, sag ich ja gerade. Wir sind in die falsche Richtung. Kommt raus hier. Wir müssen reparieren. 2. Einsteigen, Luft holen. Aussteigen. Wir sind noch nicht fertig hier.
scheiß Qualm vorbei. Datamox, Tauchflasche mit ultra hoher Konzentration. Lebende Wand. New Blueprint acquired. Da ist noch ein Datapack. Na. Integrating so, jetzt sind wir hier fertig. Data. Hier noch ein bisschen nach Mineralien, wollte ich gerade sagen, um nach Magnet und so. Das findest du nämlich eigentlich nur hier unten. Da wollen wir gar nicht reingucken, da ist kein Magnet drin. Das findet sich nur auf dem Boden hier. Ganz eigene Form. Und nur eine mit der Arbeit. Moment, scannen. Moment, noch mehr. Mitnehmen. Wenn wir schon einmal hier sind. Ja, zum Not kann man später mal zurückkommen mit dem Krebs, aber den haben wir ja noch nicht. Warning, maximum depth reached. Hull damage imminent. Oh. Das fehlt uns noch, dass wir hier unten die Seelenmorde verlieren. So, ich denke mal, für den Moment ist das hier unten genug für uns. Ist denn hier war die Basis, die Gassi-Basis? Da. Ich meine, direkt hier oben drüber war der war ein Eingang. Jawohl. Den wollte ich eigentlich rein. Unsere Basis, da ist unsere Basis. Guck mal, keine 600 Meter entfernt. Ja, da die Folge nur eine Minute geht und wir noch ein bisschen brauchen, bis wir bei uns sind, sage ich mal, werden wir den Basisbau in der nächsten Episode machen. Ich guck gleich mal, was wir so an Titan und so haben. Wenn wir da noch nicht genug von haben, werde ich das offline ein bisschen vorbereiten. Und dann werden wir in der nächsten Episode, wie gesagt, anfangen, unsere Basis hier endlich mal aufzubauen. Ach, schon nur noch eine halbe Minute. Welcome aboard, Captain. Ach, guck mal. Titan haben wir ja schon. So.
aus. Rein. Aus. Ja. Die Zeit ist auch jetzt rum. Wie gesagt, in der nächsten Folge kümmern wir uns dann mal um den richtigen Basisbau. Hier, das ist ja nur Behilfsmittel. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute, freue mich über jeden Daumen, jeden Kommentar von euch, wie immer, und sage Arvid Edge, winke, winke und goodbye, euer, dein Aiden Kopf.